Der FC Barcelona mit derselben Aufstellung wie aus dem Champions-League-Finale gegen Manchester. Es sollte halt schöner Fußball gegen Real geboten werden. Das Hinspiel 2:2 und Barça machte den Anfang. Viertelstunde rum, der Weltfußballer Lionel Messi mit welch einer Aktion in den Lauf von Andres Iniesta. 1:0 Barça, leicht, locker, wunderschön. Messi und Iniesta. Barça also viel offensiver als im Hinspiel im Santiago Bernabéu. Aber Real Madrid ist gefestigt, ist fast auf Augenhöhe mit dem Champions-League-Sieger. Benzema nur 5 Minuten später und Ronaldo mit dem 100. Tor im weißen Trikot. 1:1, Ernüchterung im Camp Nou. Ramos vielleicht hier noch dran, dann wäre es abseits gewesen, aber unglaublich schwer zu erkennen für Schiedsrichter und Assistenten. Hier spielen die vielleicht besten Mannschaften der Welt und sie demonstrierten es. Real Madrid immer wieder mit Möglichkeiten. Bums! Cristiano Ronaldo und Torhüter Valdes lenkte dieses Geschoss noch an die Latte. Auch Barca hatte jede Menge Gelegenheiten. Können wir ihnen gar nicht alles zeigen. Halbe Stunde rum. Benzema auf Mesut Özil. Frei auf links und wieder Victor Valdes, der die Gästeführung verhinderte. Mit einem 2:1 wäre Real Madrid Supercopa-Sieger. So die letzte Aktion der ersten Hälfte. 45. Minute. Hackentrick vom Innenverteidiger. Und sowas kann nur Lionel Messi. Von Trainingsrückstand keine Spur. Piqué auf Messi und ein Sinnbild der letzten Jahre. Cristiano Ronaldo auf den Knien hinter Messi hinterher. Pausenführung also für Barça und Sami Khedira. Platzverweis gefährdet, musste raus, für ihn kam der Brasilianer Marcelo. Die zweite Hälfte, viel zerfahrener. Viele Zweikämpfe, nur noch wenig Torchancen. 66. Minute schon, Lionel Messi, überragender Mann auf dem Platz. Guardiola hatte Cesc Fabregas, den 40 Millionen Euro Einkauf, immer noch nicht gebracht. Und Real hatte jetzt nicht mehr die klaren Torchancen. Gut 20 Minuten vor dem Ende, Benzema. Und die beste Gelegenheit für Real auf den Ausgleich, Sergio Ramos. Wir gehen dann schon in die Schlussphase. Özil, der ein gutes Spiel gemacht hatte, musste runter. Für ihn kam Kaká, außerdem auch noch Higuain von Mourinho gebracht. Volle Offensive Real Madrid. Und diese Maßnahmen, sie fruchteten. Benzema, nochmal Benzema, Karim Benzema, 2:2 in der 82. Minute. Das würde Verlängerung bedeuten. Real Madrid ist ganz nah dran am FC Barcelona. Barças Abwehr kriegt den Ball nicht weg und schon ist er drin. 2:2. Und direkt nach diesem Tor kam dann Cesc Fabregas. Er sollte helfen, das Spiel doch noch für Barça zu drehen. Und Cesc Fabregas in seiner ersten Aktion, die neue Nummer 4, auf Messi. Der auf den eingewechselten Adriano, zurück zu Lionel Messi. Er ist halt der beste Fußballer der Welt. Welch ein Fußballspiel. Voller Emotionen mit 5 Toren und einem überragenden Lionel Messi. Das war ein verzögerter Doppelpass. Messi mit links, Adriano mit dem schwächeren rechten und dann wieder Lionel Messi mit links. 5 Treffer, jede Menge los, aber was gehört zu einem echten Klassiko? Natürlich eine rote Karte. Marcelo drehten in der Nachspielzeit komplett die Nerven durch. Welch ein fieser Tritt gegen Fabregas. Und danach noch Rudelbilder, wilde Schlägereien. Özil, der war doch schon ausgewechselt, wieder auf dem Platz. Auch er, der deutsche Nationalspieler, verwickelt. Rot gegen Mesut Özil. Auch rot gegen David Villa, ebenfalls schon ausgewechselt und auf dem Platz. Jede Menge los. 8 Minuten Nachspielzeit und in diesen Tumulten auch Realtrainer José Mourinho. Mittendrin, hier geht er zu Barças Assistenten. Tito Villanova, ein Griff ans Ohr, an die Backe. Das wird garantiert ein Nachspiel haben. Unwahrscheinlich, dass hier der spanische Verband keine Sperre oder Strafe gegen Mourinho aussprechen wird. Gehört sich nicht. Dann war Schluss.
Ein Wahnsinnsspiel, welch ein Saisonauftakt in Spanien. 5 Tore nach den 4 aus dem Hinspiel. Und Lionel Messi war wieder mal, trotz kaum vorhandenen Trainings, der Unterschied. Eine Vorlage, 2 Tore. Der Supercopa-Gewinner de España 2011 heißt FC Barcelona. Xavi mit 17 Titeln, jetzt der erfolgreichste Spieler der Geschichte von Barca. Und schon jetzt mit 11 Triumphen Pep Guardiola, der erfolgreichste Coach der Vereinsgeschichte.